Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Dr. Wolfsherz und begrüße euch zu Tropico 6 hier in der Karibik. Gemeinsam mit euch schauen wir uns den neuesten Titel aus dem Hause Calypso an. Und ich bedanke mich hier gleich an erster Stelle bei den lieben Leuten von Calypso für die Bereitstellung eines Keys oder besser gesagt dem Zugang hier zur Beta, damit ich euch das Spiel hier auf meinem Kanal präsentieren darf. So, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Die meisten von euch werden Tropico sicherlich in der einen oder anderen Form schon mal gesehen haben. Und deswegen, und weil die Einführungen bei mir generell kurz sind, starten wir direkt mit dem neuen Spiel. Das Ganze hier ist noch die Beta-Version. Wenn ihr also Fehler oder irgendwelche Ungereimtheiten seht, dann wundert euch nicht darüber. Das Spiel erscheint erst im Januar. Da ist noch viel Zeit und da wird auch noch wahrscheinlich an den einen oder anderen Stellen gearbeitet. Nicht nur wahrscheinlich, sondern garantiert. So, wir steigen ein mit den Missionen. Das Tutorial erspare ich euch. Und wir haben hier in der Beta-Version im Moment nur zwei Missionen zur Verfügung. Das ist einmal Penultimo der Karibik und Höhere Gewalt. Das sind zwei sehr unterschiedliche Szenarien. Wir werden mit diesem hier starten. Das allererste gemeinsame Abenteuer von El Presidente und seinem loyalen Berater Penultimo. Die Geschichte handelt von ihrem Kennenlernen, einem Mordkomplott und Penultimos meisterhaftem Plan, ihren Weg in die Unabhängigkeit durch den Schmuggel von Goldnüssen zu finanzieren. Klingt spannend. Wir starten hier im Kolonialzeitalter, ist das, glaube ich. Und Missionsfokus ist Schmuggellogistik und dann die Erklärung unserer Unabhängigkeit. Schwierigkeit normal, denke ich, können wir versuchen und dann geht's auch direkt los. Presidente, erinnert ihr euch an Tropico? Smaragdgrüne Palmen, gleißend weiße Strände und ein kristallklares Meer, das im Sonnenschein so funkelt wie Juwelen und Goldmünzen. Ich bin es, Presidente Penultimo, euer treuer Helfer, euer größter Fan. Ich habe eure Triumphe aufgezeichnet. Keine Angst, nichts davon wurde aufgeschrieben. Penultimo vergisst nie etwas. Es sei denn natürlich, ihr habt es ihm befohlen. Also, lasst uns diese Geschichten aus der Vergangenheit genießen. Und wo könnte man besser anfangen als mit dem Moment, als ihr euren loyalen Penultimo das erste Mal traft? O erfolgreichster Presidente! Es war wie der erste Sonnenaufgang in meinem Leben. Hallo auch. Sie müssen der neue Gouverneur sein. Ich bin Lord Wyndham, Vertreter der Krone. Es ist Ihr Job zu tun, was ich sage. Zumindest bis Ihr Mandat ausläuft. So, die weiteren Dialoge werde ich euch nicht vorlesen, ihr könnt das selber lesen. Und wir haben auf jeden Fall jetzt die erste Aufgabe hier von Lord Roger Wyndham bekommen. Unter dessen Fuchtel wir zunächst einmal stehen. Wir sollen eine Zuckerplantage errichten, denn davon hat diese Insel ja reichlich. Und das sollen wir für die Krone anbauen. Erstmal der Blick auf die Insel. Das ist unsere kleine Startinsel hier. Und neu an Tropico 6 ist auf jeden Fall schon mal das Feature der mehreren Inseln. Man kann hier mit der Leertaste rauszoomen und dann kann man sich halt eben über das komplette Inselreich einen Überblick verschaffen. Und wie wir sehen, haben wir hier vier Inseln. Das ist einmal diese hier, dann haben wir hier so eine hübsche, da eine Vulkaninsel, ein stiller Vulkan und hier noch so eine kleine mit vielen Palmen. So, wollen wir direkt mal die erste Aufgabe meistern. Ich werde mal die Pause kurz aktivieren. Wir haben am Anfang natürlich ein Mandat der Krone und dürfen hier für 7 Jahre und 9 Monate regieren. Wir können unsere Zeit regelmäßig verlängern durch das Erfüllen bestimmter Aufgaben für die Krone. Und wir können dann immer wählen, ob wir Geld haben wollen, was wir manchmal vielleicht gut gebrauchen können. Oder dann doch lieber die kostbare Mandatszeit verlängern. Und nochmal der Hinweis, ihr seht hier unten auch Beta-Version bei Fehlern oder was. Immer daran denken, dass das hier noch eine ganz frühe Version ist, an der noch einiges getan wird. So, das ist unser Palast. Hier sehen wir schon, die Palastwaren sind eingeteilt. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich für euch einsteigen soll. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr kennt Tropico schon ein bisschen. Ich werde an einigen Stellen vielleicht auf die
Grundlagen eingehen. Aber ansonsten wurschteln wir uns hier erstmal so durch. Wir haben auf jeden Fall hier unten den Almanach, den würde ich euch gerne zeigen. Hier können wir uns ganz, ganz, ganz viele Informationen über unsere Inseln oder über unsere Bevölkerung und unsere Statistiken halt hier ansehen. Wir können uns einen Überblick über die Wirtschaft verschaffen, über die Politik, die einzelnen Fraktionen, Revolutionäre, Royalisten, die beiden haben wir hier momentan. Dann haben wir Auslandsbeziehungen, gibt nur die Krone momentan. Eine Gebäudeliste kann man sich sehr genau anschauen, was man hat, und man kann die dann auch hier auswählen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Sache. Konflikte im Moment keine. Und ja, was ich eigentlich zeigen wollte, war, mal schauen, ob ich das finde. Die Verordnung, genau. Wir sind in der Kolonialzeit. Ich wollte euch zeigen, welche weiteren Zeitalter es noch gibt. Da gibt es hier die das Zeitalter der Weltkriege, den Kalten Krieg und die moderne Zeit. Und das sind hier gewisse Verordnungen, die wir erlassen können. Aber dazu später auch mehr. Wir starten hier in der Kolonialzeit und als El Presidente werden wir den lieben Penultimo kennenlernen. Das hat er uns in der Einführung ja gerade schon erzählt. Und ja, irgendwie hat man es ja auch ein bisschen vermisst, oder? Also der Humor und der Witz von Penultimo, das ist, finde ich, schon eine ganz klasse Sache. So, Zuckerfahr. Gehen wir erstmal ins Baumenü und gucken hier oben bei Nahrung und Ressourcen. Da finden wir die Plantagen und wir möchten eine Zuckerplantage bauen. Und dann gibt es hier diese altbekannten Layouts. Wir können auch rauszoomen. Und überall, wo es jetzt besonders grün ist, ist eine Zuckerplantage sehr gut geeignet. Also hier in diesen Bereichen zum Beispiel. Gelb und rot ist dann nicht mehr so schön. Ich würde sagen, wir stellen direkt mal hier eine Plantage hin. Und ich würde das jetzt nicht direkt so draufsetzen, sondern so ein bisschen an den Rand. Das ist immer noch produktiv genug. Und wir können dann hier vielleicht noch eine zweite Plantage hinstellen. Wenn uns denn einfällt, dass das eine gute Idee ist. So, jetzt ist hier eine Baustelle und hier werden uns angezeigt, 3 Bauslots sind frei und die Baustelle wird jetzt von unserem Baubüro mit Handwerkern und Material versorgt. Die fahren hier gleich, ich lasse jetzt mal die Zeit laufen, fahren jetzt gleich los und werden sich hier zur Baustelle begeben. Beziehungsweise müssen wir natürlich erstmal noch eine Straße dahin legen. Und die würde ich tatsächlich hier mal einfach so bauen. Quadratisch praktisch gut, dann ist die Farm auf jeden Fall ans Netz angeschlossen. Und hier, da sind schon unsere, da sieht man's. Die steigen jetzt hier ein bisschen früher ab. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis die geschnallt haben, dass die Straße jetzt auch bis da geht. Bauen Sie ab. Da sieht man halt, Aktivität arbeitet, Position geht zur Baustelle. Wir sehen, wo er arbeitet, was sein Zuhause ist. Haben hier natürlich die bekannten Aktionen, bestechen, töten, einsperren und so. Kann man mit besonders unliebsamen Elementen gerne mal machen. Und ja, jetzt sehen wir halt auch, dass sie zugewiesen sind. Wir können die Priorität erhöhen, dann, wenn man mehrere Gebäude baut, kann man so eins ganz besonders schnell bauen lassen. Wir können sowieso Geld in die Arbeiten stecken, dann wird das noch schneller erledigt. Das ist dann fast sowas wie ein Sofortbau. Der, ja, ist bei Farmen jetzt relativ günstig. Heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Okay, so, das ist die erste Nachfrage, die wir bekommen. Und ich habe eingestellt, dass sie direkt aufpoppen. Ist normalerweise nicht so. Ich finde das aber besser so, weil man neigt doch dazu, es zu verpassen. Ist mir zumindest im ersten Anspielen aufgefallen. Ja, die revolutionäre Fraktion hätte gerne, dass wir eine Taverne bauen. Wir haben jetzt 173 Tage Zeit, die Forderung anzunehmen. Wenn wir sie annehmen, haben wir relativ unbegrenzt Zeit, die Aufgabe zu erfüllen. Gibt hier zumindest dann kein Zeitlimit. Und wir können dann, wenn wir das tun, eine Taverne zu bauen, eine Belohnung auswählen. 10 revolutionäre Immigranten, $2000 oder eine zufällige Blaupause. Wenn wir es zu spät annehmen, verlieren wir Ruf bei den Revolutionären. Und wenn wir das jetzt verwerfen und gar nicht annehmen, dann passiert im Grunde das Gleiche. Wir nehmen das jetzt an. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weitermachen oder eine neue Karriere in körperlicher Arbeit. Ja, da kommt dann auch schon die erste Forderung der Krone und wir sollen eine Handelsroute mit der Krone erfüllen. Das kriegen wir hin. Ich habe neue Anweisungen. Ja. Ich meine Vorschläge. Die Plantage wächst gut, nehme ich an.
Bah, widerliche Sache, diese Natur. Aber da gibt es Geld zu holen. Ja. Sehr charmant. Jetzt wollen wir eine Rumdistillerie bauen. Das ermöglicht uns, den Zucker umzuwandeln in etwas Nützliches. Nehmen wir natürlich an, wir haben keine Wahl bei diesen Forderungen der Krone. Das müssen wir tun. Und ja, wir können jetzt Zucker exportieren oder wir warten jetzt, bis wir die Rumdistillerie gebaut haben und exportieren dann den Rum. Dann erfüllen wir hier quasi zwei Aufträge auf einmal. Wir haben hier den Handelsbildschirm. Da können wir zurzeit eine aktive Handelsroute haben. Wir könnten eine weitere für $1000 kaufen. Das spare ich mir im Moment noch. Und wir gucken mal beim Rum. Moment, das müsste unter... Es kann sein, dass es noch nicht angezeigt wird, weil wir es gar nicht haben. Also hier können wir den Zucker exportieren. Das ging auf jeden Fall schon mal. Das geht dann an die Krone. Gibt uns natürlich auch einen Beziehungsbonus. Und wir kriegen ein bisschen mehr Geld, als wenn wir das so verkaufen würden. 5% über Standard hier in diesem Fall. Das ist alles schön und gut, aber ich glaube, wir bauen erst die Rumdistillerie. Und die bauen wir dann natürlich in die Nähe der Zuckerplantage. So ist gewährleistet, dass die Transportwege kurz sind. So, hier sieht man jetzt auch, bei der Farm war der schnelle Bau recht günstig mit $750. Und wenn man jetzt hier so eine Rumdistillerie, also eine Fabrik, beschleunigen möchte, dann kostet das schon $4800. Und das ist also ziemlich kostspielig. Deswegen geht man damit natürlich insbesondere am Anfang noch sparsam um. Auch wenn die 68.000 hier nach viel Geld aussehen. Kann ich euch schon sagen, ist es aber nicht. So, also, wir haben noch die Aufgabe mit der Taverne. Das machen wir dann auch gleich. Dummerweise haben wir schon eine Taverne hier stehen, meine ich. Oh, da vertue ich mich gerade. Nee, keine Taverne da. Gut, umso besser. Moment. Keine Taverne da. Dann natürlich bauen wir eine. Bei Unterhaltung. Und die setzen wir dann, ja, die sieht so ähnlich aus. Habe ich mich vertan. Die setzen wir hier in die Nähe der Wohnhäuser natürlich. Ist die Frage, wo wir da noch Platz haben. Vielleicht direkt neben dem Palast. Eher nicht. Ich glaube, ich setze es hier hin. Ja genau, wir reißen einfach hier diese Hütten ab. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, um das zu zeigen. Das hier sind die Hütten der Unterschicht. Das Prekariat lebt hier in... eilig zusammengeschusterten Baracken. Ne, Baracken sind es nicht, das sind einfach nur Hütten. Und die können wir einfach überbauen, indem ich hier unser Bauprojekt draufsetze. Da werden die abgerissen. Diejenigen, die sich keine Baracken leisten können, was die schlechtesten Quartiere sind, die wir zur Verfügung stellen können für unsere Leute hier, die bauen sich solche Hütten. Das sind quasi die Elendsviertel. Und die entstehen überall da, wo keine andere Wohngelegenheit ist, auch wenn dort zum Beispiel Arbeitsplätze sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier hinten irgendwo eine große Fabrik hätten und da würden viele Leute arbeiten und denen wäre der Weg zu lang und sie hätten keine Wohnung in der Nähe, dann würden dort auch Hütten entstehen. Und dann ist das immer auch ein Zeichen dafür, dass man vielleicht ein bisschen mehr Unterkünfte noch braucht. Hier oben sehen wir immer, wenn die Frachter ankommen. Natürlich kommen in regelmäßigen Abständen Handelsschiffe hier vorbei. In diesem Fall die Frachter. Die bringen uns immer auch Immigranten. Das ist wichtig, weil das sind Arbeitskräfte, die wir in den Plantagen und Fabriken beschäftigen können. Außerdem ein bisschen Geld durch unseren Handel. Hier können wir auch sehen, was wir denn verkaufen. Im Moment sind das Felle, die hier zum Hafen gebracht werden, damit sie hier verkauft werden. Die sind jetzt eingetroffen, nachdem das Schiff abgelegt hat. Die werden dann vom nächsten Schiff mitgenommen. So. Die ist schon fast fertig. Oh, die Handwerker sind abgezogen. Wo sind die Bauhandwerker jetzt hin? Sind keine mehr zugewiesen. Gut, wir haben einfach ein bisschen Geduld. Wir könnten das Spiel auch schneller stellen. Aber ich finde jetzt für den Anfang eigentlich ganz okay, wenn wir auf normaler Geschwindigkeit spielen. Und bei Bedarf stellen wir es dann natürlich ein bisschen schneller. Ja, wir können natürlich schauen, was die Leute gerade machen, indem wir hier mal klicken. Also hier sind 6 Leute am Arbeiten. Heißt, dass wir eigentlich beide Baustellen locker bedienen könnten. Aus irgendeinem Grund machen die denn gerade?
Aktivität Freizeit. Ah ja, okay. Also, wenn die so leicht blass dargestellt sind, dann sind die nicht im Büro. Hier zum Beispiel, die sind hier. Die, oder die arbeiten gerade, die sind quasi, die stehen im Betrieb zur Verfügung. Der ist auf dem Weg zur Hafenanlage, der auf dem Weg zur Plantage. Das ist das Transportbüro. Die sind zuständig für den Transport der Güter zwischen den einzelnen Betrieben und natürlich auch zum Hafen, dann für den Export. Allerdings wird ein Transportbüro auf lange Sicht nicht reichen, würdet ihr euch auch denken können. Wenn man viele Güter transportiert oder zu transportieren hat, dann macht es irgendwann Sinn, auch ein zweites zu bauen, vielleicht auch irgendwann ein zweites Baubüro, je nachdem, wie viel man so vorhat. Also da die Leute jetzt gerade in der Freizeit sind, würde ich sagen, stellen wir die Zeit dann nochmal ein bisschen vor, damit das da weitergeht. Wir können generell mal schauen, also Taverne haben wir, die Handelsroute können wir erst annehmen, wenn die Rumdistillerie da ist, es sei denn, wie gesagt, wir könnten natürlich auch den Zucker verkaufen, nur sobald die, jetzt können wir den Zucker auch nicht mehr verkaufen, aus welchen Gründen auch immer. Macht aber gerade nichts, wie gesagt, wir machen das dann mit dem Rum. Kriegen wir mehr Geld für? Und wir werden wahrscheinlich nicht so viel Zucker übrig haben, sobald die Distillerie steht, wird nämlich der ganze Zucker hier angeliefert. So, es sind wieder Bauarbeiter da. Es geht weiter. Und da sehen wir halt immer, ordentlich Geld kommt rein durch den Verkauf der Felle. Die kommen übrigens, wo kommen die Felle her? Hier, von der Farm. Da gibt es Rinder und dann gibt es einmal Fleisch und Felle. Fleisch ist hier für die Nahrung, für den regionalen Konsum auch. Und die Felle, ja, es ist beides für den regionalen Konsum gestattet. Aber ich glaube, dass die Felle generell exportgut sind. So, die Rumdistillerie ist fertig. Das heißt, es ist keine Ware da. Wir haben hier das Wareneingangslager für Zucker. Da passen knapp 7000 Einheiten rein. Warenausgangslager für Rum. Und hier muss jetzt der Zucker erstmal wachsen und geerntet werden. Die Farm ist immerhin voll besetzt, auch wenn gerade keiner auf der Farm arbeitet. Das läuft auf jeden Fall. Ah, der Zucker. Ich glaube, dass gerade schon eine Zuckerernte war. Und ich glaube, dass Zucker hierher gebracht wurde. Zur Hafenanlage. Und, der ist jetzt gerade hierher gebracht worden, weil jetzt haben wir nämlich auch schon rumproduziert gerade, ne? Weil die Rumdistillerie noch nicht fertig war, ist der Zucker automatisch zum Hafen gebracht worden. Und dann wieder abgeholt worden, weil wir einen eigenen Bedarf hier durch die Distillerie haben. So, und jetzt? Die Distillerie scheint zu funktionieren. Kleiner Tipp, Gouverneur. Man sollte den eigenen Schnaps nicht probieren. Sie verstehen, was ich meine? Prima. Ich überlege, ob ich es doch vorlese. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich es vorlesen soll. Dann würde ich es für die nächsten Folgen berücksichtigen. Aber sonst könnt ihr es jetzt erstmal selber lesen. Wir wählen jetzt die 12 Monate Mandatszeitverlängerung. Denn Geld haben wir noch ordentlich und das Mandat läuft schon in 6 Jahren, 4 Monaten aus. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. So, die Taverne ist gebaut. Wir können uns entscheiden, was wir haben möchten. Ich nehme die 10 revolutionären Immigranten, das sind Arbeitskräfte. Die auch sein mögen. Es ist meine Aufgabe, diese Inseln komplett auszubeuten. Erz, Bananen, riesige Affen und Dinosaurier. Alles, was einen monetären Wert hat. Gut. Wir sollen jetzt Transporteurhafen bauen, denn die anderen Inseln müssen erschlossen werden. Die Krone hat es entschieden und wir folgen natürlich. Und können uns wieder 12 weitere Monate Mandatszeit verdienen. Erstmal kurz die Geschwindigkeit zurück auf einfach, denn ich muss noch die Handelsroute erfüllen. Und jetzt können wir Rum exportieren. Unter, da. Was ist das hier? Konsumgüter, natürlich. So, Rum an die Krone. Und das bringt halt wesentlich mehr als der Zucker. Und deswegen machen wir das jetzt. Das ist jetzt aktiv, können wir hier sehen. 300 Einheiten müssen wir exportieren, dann ist der erfüllt und dann ist diese Aufgabe auch abgeschlossen. So, das dauert jetzt so seine Zeit. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine zweite Zuckerfarm bauen. Deswegen hatte ich am Anfang da den Platz gelassen. Plantage. Zucker. Und schwupp.
hübsche Straße dran. Na? So. Okay. Dann geht das alles ein bisschen schneller und wir können mehr Rum produzieren. Und den können wir dann natürlich auch dauerhaft verkaufen. Denn wenn der Handelsvertrag hier mit der Krone ausläuft und wir keinen neuen wählen, dann wird er trotzdem zum Hafen gebracht. Wir kriegen trotzdem unser Geld dafür. Und das können wir auch gut gebrauchen. So, was war das nächste? Was sollen wir machen? Genau, die Transporteurhäfen. Schauen wir mal. 3 Inseln, jeweils ein Transporteurhafen. Der ermöglicht es nämlich, unseren Büros, unseren Baubüros und Transportbüros dort Waren und Leute hinzubringen. Fangen wir mal auf der Vulkaninsel an. Und bauen hier den ersten Transporteurhafen hin. Das fällt unter Infrastruktur. So. Und den bauen wir dann einfach mal dahin. Nummer 1. Dann nehmen wir hier den wunderschönen Strand und hier, ne, SOS, ihr seht das schon. Könnt euch vielleicht schon denken, was passiert. Der kommt hier hin. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Eine Kapelle ist gefordert. Ich nehme das ebenfalls an. Wir dürfen nicht vergessen im Hinterkopf, dass das Ziel ja die Unabhängigkeit ist. Und deswegen sind revolutionäre Immigranten halt gut, damit wir später halt eben Revolution starten können und die Unabhängigkeit erklären können. Das ist schon alles richtig so, dass wir das machen. Wo ist er? Da, der Transporteurhafen Nummer 3. Und den setzen wir dann hier hin. So, das wird eine Weile dauern, bis die fertig sind. Die Plantage ist schon fertig, das ist gut. Und die Kapelle, die haben wir eigentlich schon. Hier ist nämlich eine. Und deswegen ist das total doof, jetzt noch eine neue Kapelle bauen zu müssen. Vor allem, weil 2 Gebäude hier auf diesem Bereich auch nicht mehr bringen, wirklich. Deswegen werde ich es anders machen und diese Kapelle abreißen und dann eine neue Kapelle bauen. Ist vielleicht etwas unorthodox, aber wie gesagt, ich mag nicht den Gedanken, hier 2 Kapellen zu haben. Unter Dienstleistungen. Jetzt gucken, wo der Eingang ist. Ich glaube, wir müssen erstmal den Schutt entfernen, oder? Nein, müssen wir nicht. So. Eingang ist hier, passt. Gibt's eine neue Kapelle. Ich würde sagen, das bauen wir noch vor den Anlegestegen fertig, vor den Transporteurhafen. Geben wir hier eine hohe Priorität und kommen die Bauarbeiter, die Bauhandwerker auch dorthin. So, wie sieht's denn aus? Ist denn hier schon was passiert? Nicht wirklich, ne? Ah, doch. Der ist schon im Bau. Die Leute sind dann auf dem Weg hierher. Die müssten dann mit dem Schiff hier, glaube ich, rüberkommen. Okay, gut. Dann wird er jetzt als erst gebaut. Ist auch völlig in Ordnung für mich. So, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal Feierabend. Das ist Tropico 6. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Let's Play. Mir gefällt das Ganze. Angespielt. Und angespielt deshalb, weil es halt eben noch nicht raus ist. Ein Let's Play würde ich mir aufbewahren für die Veröffentlichung, wenn wir dann auch die anderen Missionen spielen können. Ich glaube, dass wir hier ganz schönes Produkt vor uns haben, um das mal so zu sagen. Das alte Feeling von Karibik und ja, Tropico, das kommt auf jeden Fall voll rüber. Und von daher hoffe ich einfach, dass es euch so gut gefällt wie mir. Dann sehen wir uns hier auch demnächst wieder. Schönen Tag noch, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.